Boah, endlich kann ich das Ding hier austauschen. Was ist los? Was guckst du so komisch? Komisch? Ich? Ach, ich hab mich nur erschrocken. Ich bin gerade am Aufräumen. Halt, warte mal. Ey, kennst du den schon? Alter Hut, der Druck der Luft, der die Karte nach oben drückt, ist größer als der Druck des Wassers, der sie nach unten drückt. Was ist denn mit dem Teleskop los? Ich sehe ja ganz verschwommen. Du, Alexandra, es ist so, ich... Ah, Alexandra, du sollst schnell zu Dr. Stolberg kommen. Die Sauerstoffpumpe vom Aquarium ist kaputt. Na gut, irgendwie ist hier der Wurm drin. Wer flüstert, schreit das offene Wort. Ich hab dich gar nicht kommen hören. Tja, geht ihm nichts über eine solide Ausbildung. Ausbildung? Im Anschleichen? Ach ja, du warst ja mal in einem Indianercamp. Sag mal, wo willst du denn hin? Zu einem Bauern am See. Hier muss ich meine Zelte ja leider abbrechen. Schade, war so ein schöner Platz. Aber warum denn? Weil mir unmissverständlich mitgeteilt wurde, dass ich hier nichts zu suchen habe und dass dieses Gelände Privatbesitz ist. Wer hat dir das mitgeteilt? Hat sich mir nicht vorgestellt. Es war so ein großer, dünner mit kurzen grauen Haaren und Anzug. Das war Wolfert, 100 pro. Da haben wir dir ein schönes Schlamassel eingebrockt. Ach, halb so wild. Ich habe euch übrigens mit keinem Wort erwähnt. Also ihr braucht nicht denken, dass ihr meinetwegen Ärger kriegt. Danke. Ja, dann übernachte ich halt heute noch am See und morgen geht's ja sowieso weiter. Wie lange soll denn deine Reise eigentlich dauern? So 3-4 Monate. Kommt drauf an. Wenn ich irgendwo gebraucht werde und arbeiten kann, bleibe ich möglicherweise länger. Was hast du denn bisher gemacht? Ich war Erzieherin, hab mit schwer erziehbaren Kindern gearbeitet. Und da hast du keine Lust mehr drauf? Doch, sicher. Das Problem ist nur, es war eine ABM-Stelle und die war auf ein Jahr befristet. Naja, da habe ich gerade mal das Vertrauen der Kinder gewonnen und denke, ich kann was bewirken. Und dann heißt es, die Stelle ist gestrichen, gibt kein Geld mehr, tschüss. Ziemlich frustrierend. Naja, dann mache ich mich mal auf den Weg. Ihr könnt mich ja mal in meinem Wigwam besuchen kommen, wenn ihr Lust habt. Das machen wir. Okay, tschüss. Tschüss. Hi. Hi. Na, mit Gummifischen alles okay? Ja. Das gibt's doch nicht. Hab ich jetzt Halluzination? Was ist denn? Ich könnte schwören, als ich vorhin da durchgeguckt habe, war alles unscharf. Vielleicht hast du heute zu viel am Computer gesessen. Wieso? Deine Pupille ist dann auf Kurzstrecke fixiert. Wenn du plötzlich in die Ferne guckst, kann das zu Irritation führen. Das habe ich ja noch nie gehört. Ist aber so. Das hat auch was mit Überanstrengung zu tun. Und du als Brillenträgerin bist ja sowieso viel empfindlicher. Naja, die Erklärung ist mir immer noch lieber, als dass ich Halluzinationen habe. Hallo Monika. Hier, das ist von uns allen. Ein kleines Dankeschön. Naja, weil uns so toll bei den Experimenten geholfen hast. Oh, Dankeschön, das ist aber lieb. Das ist doch nicht nötig gewesen. Ich meine, ihr habt doch sowieso alles... Doch, doch, doch. Monika ist richtig genial. Und in Physik hat die was drauf. Naja, ich muss jetzt auch wieder los zum See. Da sind die anderen ja schon. Wieso? Was ist denn da? Naja, Nadja ist da. Und die erzählt uns von der Zeit, dass sie bei den Indianern gewesen ist. Nadja? Indianer? Naja, ich muss erst mal den Tisch aufräumen und dann gehe ich auch zum See. Du scheinst ja alle schwer beeindruckt zu haben. Naja, ich habe da ein paar kleine physikalische Tricks auf Lager gehabt. Ihr könnt vorkommen. Woher wusstest du, dass wir... Ach, wenn man so viel im Freien ist, dann hört man das Gras wachsen. Und ich dachte, ich sei ein Weltmeister unter den Mann. Schön, dass ihr mich besuchen kommt. Setzt euch. Und, wie gefällt's dir hier? Gut. Ist ein echt schöner Platz. Hier wachsen viel mehr Kräuter als im Schlosspark. Das ist Thymian, das kenne ich. Aber was ist das? Das ist Salbei. Das ist gut gegen Halsschmerzen und schmeckt lecker zu gegrilltem Fisch. Das hier ist zum Beispiel Schafgarbe. Das hilft gegen Verletzungen. Brunnenkresse wächst nur am Wasser und ist sehr vitaminreich. Weißt du das alles von den Indianern? Nein, nicht nur. Ich habe mich schon immer für Heilkräuter interessiert. Da hat ja jedes Land so seine speziellen Pflanzen. Ich finde das wirklich interessant. Schade, dass du nicht noch eine Weile hier bleibst. Ja, morgen soll mein Auto fertig sein und dann geht's los. Hört sich nach einem Gewitter an, was? Hast du vielleicht Angst vor Gewitter? Du Weltmeister am Anschleichen, ist ja nicht gerade sehr indianermäßig. Na, ihr müsst nicht denken, dass Indianer keine Angst kennen. Die Wirklichkeit sieht ein bisschen anders aus als bei Winnetou. Kann ich mir denken.
Aber erzähl doch mal ein bisschen von deinem Camp, wo du da gelebt hast. Ja? Franz? Ja, hallo. Was ist denn? Haben Sie ein bisschen Zeit? Wofür? Vielleicht ein bisschen über Musik reden oder so. Nein, ich habe noch zu tun. Und wann kommen Sie morgen? So wie immer, so um 8. Aber ab Mittag haben Sie doch Zeit, oder? Franz, bitte! Ich kann Ihnen noch einen Tee oder einen Kaffee organisieren. Können Sie nicht nur ein bisschen bleiben? Nein. Franz, komm her, setz dich mal. Franz, pass mal auf. Ich mache meine Arbeit hier an der Schule sehr gerne. Aber ich habe noch ein Leben außerhalb des Internats. Ja, klar. Logisch. Mhm. Und hier im Internat bin ich für alle da. Verstanden, Franz? Selbstverständlich auch für dich. Aber ich bin Lehrerin. Und bleibe Lehrerin. Und nichts anderes. Okay. Und die Cherokee-Frauen waren in allen Dingen wirklich völlig gleichberechtigt? Ach, das war auch bei anderen Stämmen so, nicht nur bei den Cherokee. Gab's eigentlich auch mal eine Frau als Häuptling? Ja, seit 1985 heißt der Häuptling der Cherokee Wilma. Wilma Mankiller. Aus dem Namen lässt sich ja einiges schließen. Habt ihr auch Indianertänze gelernt? Die meisten Indianerstämme haben so eine Art Tanzschule für Stammestänze. Den jungen Leuten soll so Tradition und Kultur vermittelt werden. Und ja, ein bisschen was habe ich gelernt. Echt? Mhm. Kannst du uns nicht was zeigen? Ja, zeig mal. Naja, wir haben ja gar keine Musik hier. Hey, kein Problem. Hey, ja, hey, ja, hey, ja. Okay. Was ist denn hier im Gange? Ja, bitteschön, wer sind Sie denn? Entschuldigen Sie, dass ich hier so einfach in Ihr Internat reingeplatzt bin. Ich bin... Darf ich vorstellen, das ist Nadja Kunze, unsere neue Erzieherin. Alles ist relativ normal. Alles ist uns manchmal echt egal. Selbst Einstein hatte nur eine 4 in Mathe und war später mal total genial. Alles ist... Oh, Leute, keine Panik, ich check die Lage wie der Captain der Titanic. Alles wird gut, also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kings von morgen.